Das Schwarz der Moore, das Grün der Wälder und das Violett der Heide. Die Farben der Scheseler Festtagstracht, die zu feierlichen Anlässen getragen wird. Und zu feiern gibt es genug. Mit ihrer Tracht haben die Scheseler gerade erst den bundesweiten Titel Tracht des Jahres abgeräumt. Denn die traditionellen Kleider sind besonders authentisch, bis ins letzte Detail gefertigt wie in alten Zeiten. Das war viel Arbeit im Vorfeld. Wir mussten im Vorfeld eine Schrift machen, wo wir alles genau erklären. Es war viel Foto, viel Organisation, viel Lesen, Archivarbeit und so weiter. Und dementsprechend fühlen wir uns sehr belohnt für die ganze Arbeit und sind total stolz für Schesel. Während die alte Tradition vielerorts in Vergessenheit geraten ist, wird sie in Schesel gelebt. Rund jeder 10. Einwohner ist Mitglied in einem der beiden Trachtenvereine. Überliefert sind die altertümlichen Kleidervorschriften für jede erdenkliche Lebenssituation. Von der Taufe bis zur Beerdigung, bis zum Tod, ist alles durchdekliniert, ist genau vorgegeben. Und das können wir in Schesel präsentieren. Wir haben alle Trachten vor Ort, wir haben alles da. Von der Stange ist hier natürlich nichts. Jede Tracht maßgeschneidert und in liebevoller Handarbeit verziert. Früher wurden in der Region je nach Anlass rund 20 verschiedene Trachten getragen. Und auch heute noch ist man damit gut gekleidet, findet die 14-jährige Leonie. Ich fühle mich schon wohl in so einer Tracht, aber es ist schon anders auf jeden Fall. Zurzeit, man braucht auf jeden Fall Zeit, um sich überhaupt dran zu gewöhnen an so eine Tracht. Nicht nur elegant mussten die Kleider früher sein, sondern auch praktisch. So bietet der Winkelmann, wie der traditionelle Hut heißt, auch gleich Platz für Reiseproviant auf dem Weg zur Kirche. Dann hat man für unterwegs sein Butterbrot mit dabei gehabt. Konnte zwischendurch schon mal etwas essen. Damit dieses Butterbrot nicht so staubig gewesen ist, gab es noch den Flachmann dazu. Damit wurde das Butterbrot runtergespült. Und weil man ja natürlich zur Kirche wollte und in der Kirche auch gesungen wurde, war auch noch das Gesangbuch da drin. Die traditionelle Kleidung sieht man in Schesel nicht nur auf Trachtentreffen, sondern immer öfter auch im Alltag. Gerade bei festlichen Anlässen besinnen sich mehr und mehr Scheseler auf das Brauchtum ihrer Vorfahren. Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir die letzten Trachten in letzten Konfirmationen gehabt. Und das kommt jetzt wieder, dass wir auch Konfirmationen wieder in Tracht haben und dass wir auch Hochzeiten in Tracht in der Kirche, in der Schesler Kirche haben. Und das ist sehr stimmig. Die bundesweite Auszeichnung trägt ihren Teil dazu bei, dass Trachttragen in Schesel wieder en vogue ist.